jetzt oder nie. Salzbrunner TV, drum lockt euch ein. Ob groß oder klein. Hallo. Bei Salzbrunner TV. Heute backen wir Mexikaner. Hola. Amerikaner, meine ich. Viel Spaß. Bin ich jetzt fertig. Jetzt zu einem Amerikaner. Kinder? Meine Amerikaner, wo sind die? Gustav? Habt ihr meine Amerikaner gegessen? Ja. Oh nein. Was machen wir jetzt? Nein. Neu backen, das ist eine gute Idee. Aber ich kann nicht backen. Aber wir. Wir backen zusammen. Das ist echt eine gute Idee. Aber Kinder, ihr müsst vorher noch Hände waschen mit Seife. Und das geht bei uns ratzfatz. Hände gewaschen. Mit Seife. Sehr gut, ich auch. Okay, bevor wir loslegen, müssen die Mamas zu Hause den Ofen bitte auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Ja, das ist ganz wichtig. Okay, fangen wir an. Gustav, ich habe keine Ahnung. Aber ich. Als erstes brauchen wir 100 Gramm Margarine. Okay. Wer mag die Margarine in die Schüssel tun? Ich. Oh, ich muss kurz überlegen, Tanja. Gustav, du hast es doch Stunden geübt. Ja, Moment. 100 Gramm Zucker, jetzt weiß ich's. Ist das der oder der? Der. Sehr gut. Du darfst den in die Schüssel tun. Schütt einfach rein. Jawohl. Super. Hau rein. Boah, so viel Zucker. Jetzt brauchen wir ein großes Päckchen Salz. Großes Päckchen Salz? Zu viel Salz? Nein. Nein. Ich weiß es nicht. Also Gustav, ich finde weiß kein, es nicht. Ich finde hier kein Salz bei dem Päckchen. Ah, wartet mal. Das war nur eine Prise Salz. Das habe ich mir doch schon fast gedacht, Gustav. Ja. Also, dann schaue ich mal. Ich glaube, da ist das Salz. Eine Prise. Eine Prise. Einmal so ein bisschen streuen. Einmal schüttest du so rein. Ja, einmal so. Ja. Passt das so, Gustav? Das passt. Okay, super. Na, dann haben wir doch das Salz auch schon. Und jetzt? Jetzt brauchen wir ein Päckchen Vanillezucker. Das ist aber richtig. Das riecht schon so gut. Gustav, ich glaube, das wird gut. Ja. Und jetzt? Jetzt kommen rein 27 Eier. 27 Eier? Bist du sicher? Ja, Destiny, ich glaube auch, dass... Nee. Vielleicht habe ich auch wieder nicht richtig zugehört. Ich glaube es auch. Glaube, das waren doch nur zwei. Wir probieren es mit zwei Eier. Ich würde sagen, weil wir zwei Eier haben, darfst du eins reinschlagen und du Destiny, okay? So, die Eier sind drin. Als nächstes kommt ein Päckchen Vanillepuddingpulver. Aber was könnte das denn sein hier? Nehm mal doch das. Ja. Magst du mal riechen? Vielleicht riecht das nach Vanille. Ja. Das ist Vanillepuddingpulver. Okay. Schaut ein bisschen aus wie Mehl. Wer mag das reinschmeißen? Okay, Gustav, weiter geht's. So, jetzt brauchen wir 4 Esslöffel Milch. 4 Esslöffel, okay. 4 Esslöffel.
Den oder den? Den. Den, okay. Dann Esslöffel ist ein großer Löffel, Tanja. Und das hier? Das ist ein Teelöffel. Mensch, ich bring das doch immer wieder durcheinander. Also. Prima. Mensch, das schaut ja schon so lecker aus. So, jetzt kommt 225.000 Gramm Mehl rein. 225.000? Ja. Nein, Gustav, das kann nicht sein. Aber... Wie viel Amerikaner möchtest du denn backen? Habe ich, glaube ich, wieder ein bisschen verwechselt. Ich glaub's auch, ich glaub's auch. Also, das ist nicht das Mehl, das auch nicht. Es bleibt nicht mehr viel übrig. Ich glaube, das waren 250 Gramm. Ich glaub's auch. Mehr. So, jetzt sind sie fertig, oder? Nee. Oh. Okay. Wir müssen noch rühren und dann müssen die noch backen. Wir sind noch nicht fertig. Jetzt brauchen wir noch 3 Teelöffel Backpulver. Okay, Gustav. Super. Puh, ist ja ganz schön anstrengend hier. So, jetzt ist er fertig. Nein, Tanja, jetzt müssen wir erst alles verrühren mit dem Rührgerät. Ja, wunderbar. Mhm. Aber wir müssen das noch einstecken. Liebe Kinder, macht das bitte mit Mama oder Papa. Ja. Jetzt kannst du es ein bisschen höher schalten. Auf wie viel? Auf 2. Anstrengend, Gustav. So. Und jetzt? Und jetzt habe ich hier ein Backblech. Mhm. So, und jetzt? Braucht jedes Kind einen Esslöffel. Das ist ein großer Löffel. Mittlerweile weiß ich es, wir haben schon geübt. So. Richtig? Destiny, du darfst ein bisschen Teig auf deinen Löffel machen. Mehr, ein bisschen. Mehr. Ein bisschen. Und ich helfe dir? Ja, okay, ja genau. Gut. Ist ja gut, Gustav. Wir machen das schon zum ersten Mal, die Amerikaner. So, und jetzt kommen die Amerikaner in den Ofen für 7 Stunden. 7 Stunden, okay. 7 Stunden? Ich überlege kurz. Mhm. Ich, weißt du, Tanja, ich bin gleich wieder da. Ich gehe schnell zu meiner Mama. Okay. Ich weiß es. 15 Minuten. Gut, Gustav. 7 Stunden waren auch zu lang. Also ja. 15 Minuten, Kinder, habt ihr gehört, in den Ofen. Die schauen ja richtig mega klasse aus. So, jetzt können wir sie essen, Gustav, oder? Oder nicht? Lass mich mal kurz überlegen. Was hat meine Mama gesagt, machen wir mit den Streuseln? Ich weiß es. In der Mitte steht Kleber, Tanja. Das kommt auf die Amerikaner drauf und dann kleben wir die Smarties drauf. Wir können doch keinen Kleber essen. Das ist Puderzucker, Tanja, mit Zitronensaft. Ja, Gustav, ich glaube auch. So und schaut's aus. Jetzt darf sich erstmal jedes Kind und du, Tanja, einen Amerikaner aussuchen. Und jetzt, Gustav? Jetzt dürft ihr entweder mit dem Puderzucker beginnen. Oder wenn ihr keinen Puderzucker drauf haben möchtet, könnt ihr auch Zuckerschrift nehmen.
Gell, Gustav? Die sind wirklich schön geworden. Mhm. Oh. Finde ich echt klasse, dass ihr euch so viele Mühe gegeben habt. Nein! Aber ihr habt doch heute auch meine Amerikaner weggegessen. Also stopp, Tanja! Weißt du, okay, wir machen das jetzt so. Jeder darf seinen, den er gebacken hat, essen. Okay, Gustav, weil ich glaube, ich schaffe sowieso nicht alle. Und ihr habt euch so viel Mühe gegeben, Kinder, beim Backen heute. Das könnte ich gar nicht. Ich könnte euch die gar nicht wegessen. Dürfen wir jetzt essen, Tanja? Ja. Okay, dann lassen Sie wir uns jetzt gut schmecken. Endlich. Wir alle hier wünschen dir viel Spaß beim Nachbacken. Töre! Tschüss! Oh Gott, wir sind schon wieder live auf Sendung. Also ich bin jetzt echt voll gegessen. Und nur Fußball schauen hilft da gar nicht. Da werde ich ja irgendwann kugelrund. Ich Mexikaner. Was kann man denn da machen? Dagegen. Vielleicht Fußball spielen. Vielleicht selber Fußball spielen? Ja. Glaubt der Olli hat da was für uns? Das zeigen wir dir jetzt. Ja. Hi! So leicht könnt ihr euch zu Hause einen Parcours aufbauen, könnt ihr jetzt gegen eure Eltern, eure Geschwister die Zeit nehmen, wer am schnellsten durch ist. Ich mach's euch mal vor. Und stopp, geschafft! Jetzt haben wir Sport gemacht. Jetzt gibt's Pass von den Kindern! Viel Spaß beim Nachmachen! Das war's auch von der Amerikanerin und dem Mexikaner. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein bei Salzburger TV! Jetzt oder nie, Salzbrunner TV, drum lockt euch ein, ob groß oder klein.